herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Wir starten heute mit einem Bericht über eine ganz besondere Veranstaltung, die am Donnerstagabend in Schneefis über die Bühne ging. Die Walgauer Bürgermeister kochten auf. Warum? Das erfahren Sie jetzt. Aufeinander schauen und sich gegenseitig helfen. Dies sind Grundvoraussetzungen für eine funktionierende Gesellschaft, bei welcher Personen, die Hilfe benötigen, von jenen unterstützt werden, die Hilfe geben können. Diese Personen standen am Donnerstagabend im Wiesenbachsaal in Schlins im Mittelpunkt. Das Spezielle an dem Event war ganz klar, dass die Gäste diesmal nicht von einem Caterer bekocht und bedient wurden, sondern von den Bürgermeistern aus dem Walgau höchstpersönlich. Ich bin jetzt nicht jeden Tag in der Küche, aber ich muss sagen, es hat mich begeistert. Ich durfte Fisch herrichten, ich durfte Gemüse schneiden und somit habe ich einmal ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie es unseren Frauen zu Hause geht. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Zusammenarbeit in der Küche war unter den Bürgermeistern wie gewohnt hervorragend. Ich wurde zwar eingeteilt, Kartoffeln zu schälen und Gemüse zu schneiden, sodass ich meine ganzen Stärken nicht wirklich zutage kamen, aber ich habe bemerkt, dass es da einige Bürgermeister gibt, die wirklich Naturtalente in der Küche sind. Den ganzen Nachmittag haben sie in der Küche verbracht, um den geladenen Gästen ein vorzügliches Essen servieren zu können. Unterstützt wurden sie dabei von der Tourismusschule Bludenz. Ja, das Ziel dieser Veranstaltung ist einerseits aufmerksam zu machen auf die hervorragende Qualität der landwirtschaftlichen Produkte, die wir in der Region Walgau haben. Wir möchten das aber auch verbinden mit einem Dankeschön an die Menschen, die ganz maßgeblich für das soziale Klima in unserer Region und in den Gemeinden verantwortlich sind. Das sind die Mitarbeiter der Sozialzentren, das sind die Krankenpflegevereine und die mobilen Hilfsdienste. Die möchten wir heute einladen und verwöhnen als kleines Dankeschön der Bürgermeister. Es wurde aber nicht nur Danke gesagt. Ein weiteres Anliegen der Bürgermeister war es, den Verein Mehrwert für alle mit dem Motto Gut essen, gut leben, regional kochen vorzustellen und dabei die Wichtigkeit von regionalen Produkten zu betonen. Mehrwert bedeutet, dass regionale Lebensmittel, die direkt in der Region bei den Landwirten auf den Höfen angebaut werden, einmal in den Mittelpunkt gestellt werden und unseren Leuten auch heute einmal auf den Tisch gebracht werden. Die Koch- und Servierkünste der Bürgermeister wurden an diesem Tag auf die Probe gestellt und so manch einer hat vielleicht noch ein neues Hobby entdeckt. Naja, ich habe eine 20 Jahre alte Urkunde von meinen Kindern für die weltbesten Spiegeleier und auf diesem Niveau bin ich ungefähr stehen geblieben. Wir dürfen also gespannt sein, ob die Kochkünste der Bürgermeister noch öfters zum Einsatz kommen. Vergangene Woche bekamen die Schüler der Volksschule Mitte in Bludenz ganz besonderen Besuch. Und zwar war der ÖRD mit der Rettungshunden zu Gast und erklärte den Kindern spielerisch den richtigen Umgang mit Hunden. Einen kleinen Eindruck davon gibt's jetzt. Rettungshunde können ganz Wunderbares vollbringen. In einer 2- bis 3-jährigen Schulung des österreichischen Rettungsdienstes werden die Tiere spielerisch zu Trümmer-, Lawinen- und Flächensuchhunden ausgebildet. Die Hunderasse spielt dabei nur eine geringe Rolle. Schäfer- und Jagdhunde werden jedoch immer wieder gerne eingesetzt. Das ruhige Verhalten mit den Tieren ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, denn die Tiere spiegeln schnell das eigene Verhalten wider. Als erstes ist es so, dass das Kind lernen muss, wie gehe ich auf einen Hund zu? Was mache ich, wenn ein Hund auf mich zuspringt? Das sind immer die Regeln, das Verhalten vom Kind, dass es richtig ist, dass es so wenig wie möglich passiert. Und dass die Kinder auch die Angst von den Hunden verlieren. Es gibt selten böse Hunde. Meistens werden sie böse gemacht, aber es ist immer ein Fehlverhalten von einem Kind, kann eine Reitschwelle bei einem Hund hervorrufen und eine Kralle im Gesicht oder eine Ding, wo nicht bös gemeint ist, ist schmerzhaft und kann eine grobe Verletzung herbeiführen. Das Verhalten ist immer so, dass ich, wenn ein Hund auf mich zukommt, dass ich mich ruhig hinstelle, die Hände unten lasse und nicht den Hund fixiere. Dann ist die Möglichkeit da, dass der Hund sich an dir abschnuppert und die Interesse verliert, weil du im Prinzip ihm keinen Anhaltspunkt gibst zum Bösartigsein.
Um dies auch den Kleineren unserer Gesellschaft näher zu bringen, besucht der ÖRD die Volksschule Blutensmitte. Mit Hilfe der Lehrer und kinderfreundlichen Lernmaterial wurde den Schülern schnell Abläufe und Verhaltensregeln erklärt. Der praxisnahe Kontakt zu den Tieren verhalf dabei, das neu gewonnene Wissen besser einzubetten und brachte auch den erwünschten Spaßfaktor mit sich. Bei einem abschließenden Versteckspiel durften Schüler sich verstecken und wurden wenig später von den tierischen Spürnasen lautstark entdeckt. Eine tolle Methode, Wissenswertes spielerisch an Kinder weiterzureichen. Die Freeskierin Lorraine Huber holte sich diese Woche den Sieg in der Gesamtwertung in Verbier. Einige Eindrücke davon gibt's jetzt. Strahlender Sonnenschein und wolkenloser Himmel. Beim Saisonfinale der Swatch Freeride World Tour in Verbier herrschten am Montag perfekte Bedingungen. Beim letzten der insgesamt 5 Stops war die Creme de la Creme der Freeride-Szene mit insgesamt 28 qualifizierten Athleten am Start. Der mit Spannung erwartete Contest der internationalen Freeride-Ski- und Snowboard-Tour brachte beim Extreme Verbier 2017 4 neue Weltmeister hervor. Nach einer Warteperiode wegen unsicherer Wetterbedingungen konnten die 28 Qualifizierten endlich zum großen Finale antreten. Und Lorraine Huber holte sich den Sieg in der Gesamtwertung. Und dieser Titel bedeutet der Lecherin sehr viel. Natürlich bedeutet der Sieg umso mehr, gerade weil man die Höhen und Tiefen durchmacht. Also ich habe Verletzungen gehabt die letzten 2 Jahre, habe versagt, habe mit dem Druck nicht umgehen können. Habe knapp den Titel verpasst 2014 und natürlich, also der Sieg ist umso wertvoller, desto mehr man dafür kämpfen muss, ist ganz, ganz klar. Wir gratulieren recht herzlich zu diesem Erfolg. Das war's auch schon wieder von den Wochenhighlights. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder einschalten. Bis dann, tschüss. Grüßt euch, wir sind jetzt in der St. Agatha-Kapelle am Christberg. Dort haben wir wunderschönes Wetter und wie es die nächsten Tage ausschaut, sagen wir jetzt. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Machen wir einen kurzen Wochenrückblick. Wir haben Anfang Woche mit 19 Grad gestartet. Da war es noch warm, dann am Dienstag der Rückfall auf 14 Grad. Und dann sind wir so hingedümpelt, die Woche am Donnerstag nur bescheidene 13 Grad, bevor es dann gestern und jetzt richtig zum Wochenende wieder temperaturmäßig aufwärts geht. Und Sie sehen es, der Pfeil zeigt weiter nach oben. Und das heißt für Sonntag, tolles Wetter, wie auch schon am Samstag, wunderbarer Sonnenschein, eigentlich von früh bis spät, es gibt keine Einschränkungen, maximal dann so über dem kleinen Walsertal, über den Bergen, über dem Verwall und im Arlberggebiet ein paar kleine Schönwetterquellwolken, die dann im Laufe des Spätnachmittags aufziehen, aber sonst kein Problem. Am Morgen relativ ein kühler Start in den Tag mit nur so 2 bis 3 Grad, aber die frostigen Zeiten, wie wir zuletzt auch in den Morgenstunden hatten, die sind jetzt im Wesentlichen vorbei und tagsüber dann die Aprilsonne hat richtig Kraft und heizt uns ein auf 21 bis sogar 23 Grad. Selbst auf der Chesa Plana hat es 1 Grad, also die 0-Grad-Grenze bei hohen 3000 Metern. Wunderbares Wetter, also Sie können diese Daten auch, wie hoch die Temperatur ist zum Beispiel oder wie der Luftdruck ist und die Windgeschwindigkeiten bei kachelmannwetter.com immer wieder nachschauen, dort auf Messwerte gehen, Land Vorarlberg einstellen und dann die Wetterlage und die Wetterdaten verfolgen. Montag kann man sagen, noch lange schön, auch noch warm. Erst im Laufe des Tages bilden sich dann erste Schauer und Gewitter. Da kommt eine Kaltfront von Norden auf uns zu und die bringt dann zum Dienstag doch einen markanten Temperatursturz. Es geht also um rund 10 Grad runter und dazu wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Regengüssen kräftiger Art mit dabei. Mittwoch nach jetzigem Stand, noch unsicher die Osterwoche, aber ein Gemisch aus Sonne und Wolken und langsam wieder aufwärts. Der genaue Ostertrend, wir halten Sie bei Ländle TV auf dem Laufenden. Das war's vom Wetter, für Gott, bei Ländle TV.